Hallo zusammen. Wir sind hier in der Produktion Zembrach an der Tanzstrasse. Und an einem speziellen Ort, wir sind hier im Pausenraum. Da haben wir Tee, Äpfel und natürlich auch Kaffee. Bevor ich am Morgen starte, brauche ich zuerst einmal einen Kaffee. Ich glaube, das ist das wichtigste Arbeitsgerät bei uns in der ganzen Firma. Überall stehen Kaffeemaschinen. So, und jetzt habe ich mir mal das angeschaut und gesehen, was für einen Kaffee das wir hier kaufen. Ein Budget-Kaffee von einem grossen Anbieter. Und dann habe ich gedacht, wenn man doch so gute Fahrzeuge baut, und den Kaffee gratis an die Mitarbeiter abgeben, dann muss doch auch der Kaffee eine gewisse Qualität haben. Wir nehmen so und so viel Giftstoff aus mit dem Kaffee. Und darum war mir dann wichtig, dass wir einen biologischen Kaffee eingekauft haben. Wie haben wir das gemacht? Beim Kaffee müssen Profi ran. Da bin ich nicht der Profi. Aber wir haben ein paar Italiener bei uns, die zelebrieren den Kaffee. Hat die ganz andere Dimension. Also haben wir wirklich ein Tasting gemacht, haben zuerst mal erhoben, wie viel geben wir im ganzen Jahr aus für Kaffee. Das sind gegen 10'000 Franken, nur für Kaffee in unserer Firma. Wir sagen, okay, jetzt darf es biologischer sein, also darf es etwas mehr sein, darf über 15'000 Franken sein, das ist die Limite. Und dann haben die Tasting gemacht und unsere Italiener und alle, die wollen, haben dann ausgewählt, welcher Kaffee passt da für uns Zembrach am besten. Schlussendlich sind wir auf den gekommen, von Lavazza, einem biologischen Kaffee. Den haben wir jetzt überall im ganzen Betrieb eingeführt. Mir ist wichtig, dass wir die Umwelt unterstützen mit einem biologischen Kaffee. Wir haben weniger Giftstoff, es geht den Mitarbeitern durch das, es spürt besser und es schmeckt erst sehr, sehr gut. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal.